Herzlich willkommen zum dritten Spieltag vom Quizduell Wintercup 2019 und zu Beginn schauen wir immer so ein bisschen auf den Stand, wie es so aussieht in der Kicktipp-Gruppe. Es bleibt unverändert. Ja, jeder bleibt unverändert auf seinem Platz. Leon 223 holt den zweiten Tagessieg in Folge mit 11 Punkten. Ich bin am Ende mit 8 Punkten und mit 17 Punkten. 8 Punkte habe ich geholt. Chino hat insgesamt 15 Punkte, hat 7 Punkte geholt an diesem Spieltag. Also ist noch alles relativ eng beisammen und an diesem Spieltag kann sich noch alles ändern. Und an diesem dritten Spieltag beginnen wir dieses Mal mit Gruppe C. Und wir starten mit dem Duell Comics gegen Im Labor. Comics bisher beide Spiele verloren. Im Labor einmal verloren, einmal unentschieden. Bin also gespannt, wie das hier ausgeht. Der Verlierer, ja, für den wird es halt schon ein bisschen schwierig im Kampf ums Viertelfinalticket. Welche Aussage über Professor Xavier X-Men ist wahr? Er sitzt in einem Rollstuhl, das ist schon mal die richtige Antwort. Welche Haarfarbe hat Milhouse Van Houten in der TV-Serie Die Simpsons? Gelb würde ich sagen, nein, blau tatsächlich. Okay, und dritte Frage, wie heißt der erste Ant-Man mit bürgerlichem Namen? Tony Stark ist falsch, Henry Pym wäre richtig gewesen. Ja, wieder mal schwierige Fragen dabei gewesen. Eine richtige bei Comics, also da kann wirklich Im Labor noch nachlegen. Gegen Pex Mozart gibt es jetzt also Im Labor gleich mal in der ersten Runde. Wie wird die Zahl Pi auf 4 Dezimalstellen gerundet? 3,1416 ist schon mal richtig und ein Punkt schon mal sicher für Im Labor. Was ist keine Basiseinheit im SI-System? Ampere, nein, Volt. Und wie heißt die Substanz, von der Chemiker bis etwa 1780 glaubten, dass sie bei der Verbrennung von Brennstoffen freigesetzt würde? Flammium, nein, Phlogiston. Also was sind das hier wieder für Fragen? Die erste war einfach, aber die zweiten waren wieder schwieriger. Genauso war es auch bei Comics und somit gibt es ein 1:1 Unentschieden. Das nächste Spiel in Gruppe C ist das Spitzenspiel zwischen Sport und Freizeit und Kunst und Kultur. Beide Spiele gewonnen, die ersten beiden. Genau, ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt beide gesagt habe in diesen 10 Sekunden oder wie es war. Egal, genau, Sport und Freizeit und Kunst und Kultur sind an der Tabellenspitze aktuell und jetzt treffen sie aufeinander. In welchem Sport war Magdalena Neuner eine Größe? Ski, Alpin, nein, Biathlon. Ich wusste irgendwas mit Wintersport, aber was genau? Ja, egal, weiter geht's. In welchem Sport ist Uwe Krupp eine Größe? Ganz klar Eishockey. Das weiß man. Gegen welches Land schied Deutschland bei der Fußball-WM 1994 in den USA überraschend im Viertelfinale aus? Ich glaube, es war tatsächlich Bulgarien. Weil da war mal eine Frage, eine Fußballfrage, wo Bulgarien richtig war. Und das ist anscheinend diese Frage zwei richtige bei Sport und Freizeit. Das muss Kunst und Kultur erstmal auch schaffen. Die Frage ist jetzt, hält die Serie von Kunst und Kultur hier an im Quizduell Wintercup und holen auch gegen Sport und Freizeit was mit? Ich bin gespannt. Wer malte das atemberaubende Deckengemälde in der Sixtinischen Kapelle im Vatikan? Michelangelo war das. Somit, ja, müssen die Echsenbahn richtig sein, wenn so ein Unentschieden werden soll. Wie wird ein Kreis von Malern des 16. Jahrhunderts in Bayern und Teilen Österreichs genannt? Das ist die Donauschule. Diese Frage kam jetzt schon öfters. Und wie wird der Tag der Arbeit in Frankreich genannt? Okay, es wäre das andere gewesen. Und somit ja, gewinnt Sport und Freizeit mit 2:1 und hat den dritten Sieg in Folge eingefahren. Und dann haben wir noch das Duell in der Gruppe Medienunterhaltung gegen Rund um die Welt. Und ja, Rund um die Welt ist schon so ein bisschen im Zugzwang. Die haben bisher nur einen Punkt geholt. Und Medienunterhaltung immerhin schon einen Sieg letztens gegen Comics. In Hollywood sind kurze Ehen nicht ungewöhnlich. Mit wem war Nicolas Cage 107 Tage verheiratet? Lisa Marie Presley, okay. Sollen sagen, habe ich keine Ahnung. Was war die Schlagzeile der letzten Ausgabe im Dezember 2012 eingestellten Financial Times Deutschland? Endlich schwarz, das ist richtig. Und wer gehört nicht zu den ZDF-Meinzelmännchen? Fritz hier? Nein, Max tatsächlich. Somit eine Frage richtig bei Medienunterhaltung. Ist also noch alles möglich. Und Rund um die Welt spielen wir mal wieder gegen Pax Mozart.
Genau. Wofür steht die Silbe Buddha in der aus drei Städten zusammengewachsenen Stadt Budapest? Oben, nein, Ofen. Knapp daneben auch wieder mal vorbei. Wo befindet man sich, wenn man am Odeonsplatz steht und die Feldherrnhalle sieht? Das ist in München. Der Odeonsplatz war ich sogar auch schon, deshalb weiß ich natürlich das. Wie nennt sich in Russland die Zeit, in der im Frühjahr und Herbst Landstriche aufgrund von aufgeweichten Böden unbefahrbar werden? Rasputiza. Und somit gewinnt rund um die Welt und überholt somit Medienunterhaltung in der Gruppe, aber das seht ihr sowieso noch beim Tabellenstand. Weiter geht es jetzt tatsächlich mit Gruppe A. Da haben wir Körper und Geist gegen Draußen und Grün. Ziemlich spannende Gruppe noch. Da haben wir fast alle Kategorien 3 Punkte. Genau, und das Besondere auch in Gruppe A, es ist die einzige Gruppe, wo es noch kein Unentschieden gegeben hat. Also immer hat sich in der Kategorie durchgesetzt. Mal schauen, wie es jetzt ist. 1983. Ah, dieser Husten nervt schon wieder. Wurde ein Bakterium, das Magengeschwür verursacht, entdeckt? Wie heißt es? Nehmen wir das mal. War falsch. Welchen Stoff verdankt das Blut seine rote Farbe? Auch das ist wieder falsch. Und was ist Gingivitis? Keine Ahnung. Zahnfleischentzündung, würde ich mal sagen. Und das ist sogar richtig. Also doch noch eine Frage korrekt. Draußen im Grün gibt es jetzt also. Genau, eine Frage muss mindestens richtig sein für einen Punkt und 2 für 3 Punkte. Aus welchem Land stammt die Hundehasse Mops? Aus Frankreich, nein, aus China. Zu welcher Familie in der biologischen Systematik gehören die Erdbeeren? Zu den Hosengewächsen? Und welche Giftschlange ist in Deutschland heimisch? Königskobra nicht. Klapperschlange auch nicht, Kreuzotter würde ich sagen, und auch das stimmt. Und somit erholt draußen im Grün den zweiten Sieg am dritten Spieltag. Trifft der Tabellenerste noch auf den Tabellenletzten nach dem zweiten Spieltag in Gruppe A? Das ist Essen und Trinken gegen Kinofilme. Essen und Trinken beide gewonnen, Kinofilme beide verloren. Ich bin gespannt, wie es jetzt so weitergeht. Kann Essen und Trinken jetzt schon den dritten Sieg im dritten Duell einfahren? Das ist hier die Frage. Was sind Julienne, Pouillon und Paysanne? Schnittarten für Gemüse, keine Ahnung. Also, weiter geht's. Was gehört auf gar keinen Fall in eine Soljanka? Obstreste sind das? Ja, die Frage war schon mal da. Und was darf bei der österreichischen Süßspeise Punschkapfen auf keinen Fall fehlen? Die Hosa-Zuckerglasur und auch das ist richtig. Somit 2 Richtige bei Essen und Trinken. Für Kinofilme wird es also nicht einfach. Kinofilme haben wir jetzt also noch. Mal schauen, ob Kinofilme den ersten Punkt mitnehmen kann in Gruppe A. 2 Richtige sind dafür aber Pflicht. Welchen Film aus dem Jahr 1972 assoziiert man mit der Corleone-Familie? Und Capone vielleicht, nein, der Pate. Auch hier keinen Plan gehabt. Wozu hatte Gene Roddenberry die Schöpfungsidee und war gleichzeitig Produzent und Regisseur? Stargate, nein, Star Trek, somit ja, Kinofilme. Bleibt weiterhin ohne Punkt. Vielleicht wenigstens noch eine Frage richtig. In welcher Stadt verbringen Jesse und Celine in Before Sunrise von 1995 eine unvergessliche Nacht? Ich will mal tippen auf Prag, es war Wien, also. Kinofilme verliert hier 2-0 gegen Essen und Trinken. Und jetzt gibt es noch den aktuellen Tabellenstand. Hier seht ihr also den Tabellenstand nach dem dritten Spieltag. Aber in Gruppe B wurde noch nicht gespielt und in Gruppe A steht das Spiel zwischen Macht und Geld und Wunder der Technik nur aus. Also so aussagekräftig ist es dann noch nicht. Gruppe C steht fest. Ja, und da ist es auch noch interessant. Ganz oben Sport und Freizeit alles gewonnen. Bisher dahinter gleich Kunst und Kultur. Dann noch nur die Welt auf dem dritten Platz mit 4 Punkten, Medienunterhaltung mit 3 Punkten, im Labor 2 Punkte und Comics 1 Punkt. Also, das seht ihr schon. Gibt es einen Kampf um Platz 3 bzw. Platz 4 oder sogar auch noch um den zweiten Platz? Also, Gruppe C bleibt interessant, auch Gruppe B. Die Spiele gibt es dann beim nächsten Mal. Mal schauen, ob Glaube an Religion, Bücher und Wörter und zu irgendeiner Zeit weiterhin dort oben so weitermachen werden mit dem Punkte sammeln und
ja, die 2000er Computerspiele, Musik und Hits, ob die vielleicht auch holen können. Also es bleibt interessant, auch in Gruppe A, definitiv. Wer kommt noch auf den zweiten Platz? Macht und Geld oder Wunder der Technik, beide haben die Chance dazu, wenn es ein Unentschieden gibt, bleiben sie halt da im Mittelfeld. Also ziemlich interessant zu sehen, was noch passieren wird, aber das gibt es dann morgen im Video, hoffe ich, dass es morgen kommt. Und somit bis zum nächsten Mal und ciao.